Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet eine ruhige, entspannte Nacht und habt gut geschlafen. Und wir schauen heute mal in eine neue Tagesbotschaft und zwar in die Tagesbotschaft hier vom 20.03. rein. Wir haben wieder Mittwoch, der Wochenteiler ist da und ich bin ganz gespannt, was heute gezeigt wird. Heute soll ja wundervolles Wetter bei uns werden. Also 17 Grad, wow. Also, damit ihr schon mal wisst, wo ich bin irgendwo draußen unterwegs, gell? Wem es interessiert. Also, ich bleibe da garantiert nicht in meiner Bude hocken, ne? Außer bei meiner Arbeit erstmal. Und ich werde natürlich diesmal so meine Termine legen, dass ich auf jeden Fall dann nachmittags draußen bin, gell? Oh, hier hat sich gerade eine Karte reingeschmuggelt, sehe ich. Okay. Vom Wünsche-Orakel. Fasse Tritt in deiner Macht. Die hat uns bestimmt irgendwas zu sagen. Die sagt, eigentlich habe ich die Legung noch nicht angefangen, aber da ich jetzt diese Karte gesehen habe, die war hier noch übrig unterm Orakel und ich habe eigentlich gerade noch mal gemischt gehabt und habe die nicht gesehen. Na, die hat sich da drunter geschmuggelt. Also, wir haben heute schon mal die erste Energie. Du sollst Tritt in deiner Macht fassen. Ne, komm aus deiner Herforzone. Ne, du kannst hier etwas unternehmen in einer Situation, die sich hier für dich zeigt. Wir fragen mal das Schutzengel-Orakel von Kai Quay. Was denn heute, um was es heute noch geht? Eine nur, okay, dann eine nur. Um das Mitgefühl zu deinen Mitmenschen, ne? Vielleicht auch um Mitgefühl auch zu dir selbst. Ja, okay, schauen wir mal, was das Wolfsorakel noch sagt. Wir haben ja bald schon wieder Vollmond, ne? Ich glaube, nächste Woche Montag haben wir wieder Vollmond. Ich weiß es nicht, war der Vollmond in der Waage? Ich weiß es jetzt nicht, ne? Müsste ich eigentlich nochmal nachgucken. Aber da gibt es von mir dann extra wahrscheinlich nochmal ein Vollmond-Orakel. Ne? Das gilt ja auch immer dann 4 Wochen. So, und da schauen wir jetzt mal rein. Was sagt denn das Wolfsmond-Orakel für den 20.03. heute? Mein Wolfsmond-Orakel sagt erstmal, oh, 4 Energien. Na, deswegen sollte ich wahrscheinlich hier nur eine Karte nehmen. Ne? Konkurrenz, lass dich nicht ärgern. Das ist die erste Karte. Die zweite Karte, Zeit zum Heilen, zieh dich zurück. Eieiei. Und dann finde die Freude in dir. Und dann beobachte erstmal, bevor du reagierst. Also da zeigt sich mir heute hier alleine schon mit dem Wolfsorakel eine Situation, wo dich heute so ein bisschen jemand piesacken könnte. Deshalb diese Karte, fasse Tritt in deiner Macht. Du hast natürlich auch die Macht hier oder die Kraft hier etwas zu unternehmen, ne, in dieser Angelegenheit. Und du sollst Mitgefühl zeigen. Gut, wenn da jetzt hier eine Person ist, die immer so Konkurrenz macht bei dir oder die ganz einfach hier dir immer schaden will, ne, ja, Mitgefühl, ne, was kannst du der Person für ein Mitgefühl geben? Du kannst erstmal Mitgefühl mit dir selber haben. Du kannst aber auch mit der Person Mitgefühl haben, dass die Person so reagiert, wie sie oder wie er reagiert. Ne? Weil die Person kann wahrscheinlich nicht anders irgendwie mit den Energien umzugehen. Ne? Also die weiß wahrscheinlich nicht, wie man anders mit Energien umgeht. Ja? Deshalb das Mitgefühl. Weil irgendwas triggert die Person ja auch. Irgendwas ist ja bei der Person auch nicht so richtig. Ne? Und ja, es kann um Konkurrenzverhalten irgendwie gehen. Ne? Also irgendjemand könnte dich heute hier so ein bisschen piesacken oder will dir hier so ein bisschen an den Nacken gehen, ne? Wie es hier so aussieht mit dem Wolf. Aber du sollst dich hier nicht ärgern lassen. Ne? Du kannst hier auf jeden Fall auch etwas unternehmen, etwas machen. Und es ist dann auch Zeit, sich hier wieder einmal zurückzuziehen. Ne? Einfach wieder zurückzuziehen, auf dich selber zu achten, dann die Freude in dir selber auch wieder zu finden. Ja, es ist manchmal gar nicht so schwer, wenn das so eine Energie ist, die dich ärgern will, ne, dass man dann noch versucht, die Freude in sich zu finden. Aber gut, du kannst dich ja immer dafür entscheiden, gibst du dieser Person, gibst du dieser Energie, die dich da so ein bisschen ärgern will, gibst du dieser Macht oder bleibst du bei dir? Ne, und sagst so, ach ja, mach mal, gell, mach mal. Ja, das ärgert die meistens am meisten, ne? So, und beobachte erstmal, bevor du überhaupt reagierst in dieser Situation oder vielleicht auch, wie du in dieser Situation reagieren tust. Da hat dich wohl jemand auf den Kieker so ein bisschen, gell, was ich hier sehe. Naja, du musst ja dieser Energie keine Energie schenken. Na, das ist immer ein Problem, was die Person selber mit sich hat, würde ich einfach mal sagen.
Ne? Manche Personen sind ja so, die wühlen ja gerne im Leben anderer rum und haben kein eigenes Leben. Ne? Und ich sage immer dazu, man sollte erstmal vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man immer Fehler und Dinge bei anderen sucht. Ist so. So, da schauen wir mal. Was kommt heute noch am 20.03.? Da hat es die Karte schon mal weggeschossen, nicht ohne Grund. Weil wir haben die 5 der Schwerter. Na, das ist Verrat. Das ist Verrat. Auf jeden Fall. Oh. Ein Ritter der Münzen. 7 der Kelche. Justice. Und die 3 der Münzen. Ich möchte mal noch eins auf die 5 der Schwerter. Aha. Die 7 der Kelche möchte ich auch mal noch eine Karte. Also, was wir hier sehen, ganz einfach. Hier kommt etwas ins Gleichgewicht. Es geht darum, die Energien untereinander hier richtig auszubalancieren, ne? Weil ich hier mit den 4 der Münzen sehe, ja, dass man hier auf etwas wartet. Man versucht ja auch in eine Sache wieder Stabilität und Kontrolle reinzubekommen, ne? Und was ich hier auch noch sehe, ist, dass hier eine schicksalhafte Veränderung kommt. Und zwar diese, dass man sich jetzt von diesen Emotionen oder Ängsten einfach mal wegdrehen kann, diese wandeln kann. Ne, wir sehen ja, hier ist schon so ein blutbeschmutztes Kleid, was hier die Person hier anhat. Ne, also an einem Ufer, wo man war, ist viel passiert, viel Herzblut vergossen worden und man macht sich jetzt auf hier, ne, in eine andere Richtung, sehe ich hier. Und das kannst du sein als Königin der Schwerter. Ne, oder auch deine Klarheit. Dir ist etwas klar geworden in den Gefühlen. Ja, dir ist etwas klar geworden. Und diese Belastungen, diese 10 der Stäbe, die gehen auf jeden Fall raus mit einem König der Schwerter. Ja. Oh, und hier haben wir gleichzeitig noch einen König der Stäbe. Also wir haben 2 Könige heute hier mit drin. Ne? Es geht aber auch darum, dass man hier wirklich jetzt Klarheit bekommt. Auch über das, was man umsetzen kann, was überhaupt möglich ist. Weil ich sehe, dass hier irgendwie in der Sache ein Stillstand ist. Ne? 10 der Münzen. Es ist eigentlich, hier kommt aber die Fülle in der Liebe rein mit einer Person. Hier kommt eine Veränderung. Ja, hier bricht etwas Altes zusammen und dann kommt die Veränderung in der Liebe und gleichzeitig auch die Kontrolle da rein. Wow. Und was wir hier sehen, das ist, entweder hat dich jemand verraten, ne? Also das kann ein Page der Kelche gewesen sein, das ist eine jüngere Person oder auch jemand, der dir ja so ein Liebesangebot gemacht hat, ne? Oder es kommt von diesen Menschen ein Liebesangebot in deine Richtung. Ja, aber mit den 5 der Schwerter ist es eher noch so ein blutiger Kelch, gell? Weil hier vorher wahrscheinlich auch sehr, sehr viel passiert ist in dieser Angelegenheit. Ja, und jetzt plötzlich ist diese Person in der Energie, sage ich jetzt mal so, wo die Person wirklich etwas dingfest so ein bisschen machen möchte. Ne? Diese Person trägt hier eine Münze mit sich. Also es ist schon etwas, was man anfassen kann, was man mitbringt. Ja, aber es läuft hier aber noch die Gefahr mit den 7 der Kelche. Ne? Also man guckt schon, was hier möglich ist, aber man soll sich nicht in irgendwelchen Luftschlössern verlieren, ne? Bezüglich dieser Person. Ne? Nicht, dass eine Person ja auf dich zukommt, du freust dich riesig, du stellst dich schon sonst etwas vor und dann, ja, ist die Traumblase geplatzt, ne? So ungefähr. Auf jeden Fall sehe ich hier, was mit den 7 der Kelche ist, ne? Keine unrealistischen Träume. Also es geht um unrealistische Träume und Wünsche hier. Ne? Luftschlösser auch so ein bisschen bauen, dass hier die 10 der Kelche reinkommt. Ne? Also davon soll man sich hier ein bisschen zurückziehen. Ne? Also das ist jetzt nicht gleich wieder so die große Liebe in dieser Situation, ne? Dass hier komplett alles da ist, man am Wasser sitzt, sich einfach knutscht und sonst was, aber ja, es zeigt ja auch so ein bisschen an, man soll sich hier auch so ein bisschen davon zurückziehen, ne, von dieser Sache. Und mit der Justice kommt hier auf jeden Fall etwas in die Gerechtigkeit rein, ne?
Gerechtigkeit, hier wird etwas entschieden. Und hier wird auf jeden Fall jemand mitarbeiten an der ganzen Sache, ne, mit den drei der Münzen. Ja, weil die drei der Münzen zeigen eine erfolgreiche Zusammenarbeit hier in dieser Situation. Also es wird jemand mitmachen, aber also wenn das wirklich so in der Liebe ist, dann kommt heute jemand auf dich zu und möchte hier in deine Richtung etwas unternehmen. Aber diese Person hat dich schon sehr, sehr oft verletzt, verraten, dir wehgetan, dich stehen gelassen. Ne? Und ja, und einfach mal so diese Bitte an dich, bitte verliere dich nicht in unrealistischen Wünschen, dass das hier wieder Friede, Freude, Eierkuchen gleich im nächsten Moment da ist. Ne? Davon sollst du dich hier zurückziehen, von dieser Sache. Ne? Nicht, dass du gleich wieder komplett alles reinsteckst. Du kannst dir diese Sache natürlich hier angucken mit dieser Person und kannst halt schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ne? Aber nicht gleich wieder von 100, von 1 auf 100, gleich wieder komplett hier mit den Gefühlen so extrem da sein. Ja? Also ein bisschen drauf achten. So, arbeitstechnisch sehe ich ja auch, dass man hier wieder Stabilität und Kontrolle versucht, in eine Situation zu bekommen. Hier ist auch eine Veränderung. Es geht jetzt etwas vorwärts. Ne, man lässt hier etwas Altes hinter sich, ja, wovor man vielleicht auch Angst hatte hier und bekommt Klarheit. Ne? Klarheit über die Gefühle. Man ist in so einer, ja, man bekommt hier Klarheit über diese Stimmung, die da gerade da ist. Dieses Belastende geht hier auch raus. Ne? Entweder spielen hier wirklich zwei Personen eine Rolle, zwei Menschen, die da noch mit drinne sind. Der eine ist kühl und distanziert und der andere setzt die Dinge um. Oder es ist halt wirklich so diese Energie, dass man wirklich klar und fokussiert an der Sache ist, auch etwas umsetzen möchte, damit dieser Stillstand hier im beruflichen Bereich bei etwas rausgeht und damit die Fülle hier wieder an Gefühlen reinkommt. Ne? Es ist hier ein Durchbruch, ein Umbruch vonnöten. Ne, bei etwas, was, wenn du vielleicht auch etwas mit einer gewissen Herzensangelegenheit, ja, zu tun hast hier im beruflichen Bereich. Und im beruflichen Bereich sehe ich ja auch, dass hier schon viel passiert ist. Ne, hier ist viel passiert. Hier kam immer wieder jemand mit Gefühlen auf dich zu, mit einem Angebot auf dich zu. Ne, vielleicht gibt es ja auch einen Kollegen, der hier, ja, ne, mit dem man sich hier total eigentlich immer wohlgefühlt hat. Und da ist schon sehr, sehr viel auch passiert. Ne, es kann aber auch sein, dass dich hier jemand immer wieder so ein Stück weit im Beruflichen verraten hat und die Person jetzt mit einem Angebot auf dich zukommt, ne, dass das Ganze wieder hier stabil wird. Aber auch da muss ich dir sagen, pass auf, wenn das wirklich ein Kollege, eine Kollegin ist, dass du dich nicht in Luftschlössern, in Lufträumen verlierst. Ne, bleib lieber so ein bisschen auch auf Abstand und nicht gleich wieder hier komplett diese ganzen, komplett gleich wieder hundertprozentig vertrauen, ne, dieser Person. Hier kommt auf jeden Fall was in die Gerechtigkeit und hier ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ne? Also auch das kann hier im beruflichen Bereich passieren. Also ich muss sagen, eine sehr, sehr interessante Energie, die sich heute schon wieder zeigt. Ne? Ja. Kann sein, dass dich hier jemand so ein bisschen, ne, vielleicht ist es auch so ein bisschen Konkurrenz für dich, ja, so Konkurrenzverhalten hier mit jemanden, aber ja, ne, vielleicht entschuldigt sich auch eine Person bei dir, es kann natürlich auch sein. So, das ist mein eigenes Lennemore der neuen Zeit, bekommt ihr auch auf meiner Webseite. Und wir schauen jetzt mal rein. 20.3. Was wird da noch gezeigt? Echt interessant. Also, bitte noch eine. Okay, ich nehme auch zwei. Okay, da muss ich jetzt mal hier wissen, was von dem Hund kommt und was mit dem Kreuz kommt. Ah, sehr schön, sehr, sehr schön. Also, oh, ist das jetzt so richtig? Nee, so rum ist es. Es geht hier um Entscheidungen. Welchen Weg gehe ich? Hier, wenn das noch zur Liebe gehört. Na, um Entscheidungen. Man richtet sich hier auf etwas aus. Mir kommt hier eine alte Liebe rein. Mir kommt hier eine vergangene Liebe rein. Mir kommt hier jemand rein, der vielleicht auch einen hohen Posten hat. Ne? Chefposten oder Anwalt oder irgend sowas. Ne? Kommt mir auch rein. Und ich sehe hier aber, dass hier noch ein Stück weiter, also hier sind sehr, sehr tiefe Emotionen hier dabei. Wow.
Das sind sehr, sehr tiefe Gefühle, ne? Und es ist jetzt auch Zeit dafür, sich die Sache nochmal mit dieser Person anzugucken, ne? Ob man hier gemeinsam weiterreisen möchte, weil ich sehe, man reist hier in mehr Leichtigkeit rein. Es kann auch eine freundschaftliche Verbindung sein, ne? Die sich hier anzeigt. Wir sehen nämlich heute, dass es hier noch ein Ende oder ein Kummer mit einem Freund gibt. Na? Oder den gab es vielleicht auch schon, den hattest du vielleicht auch jetzt hinter dir. Und hier kommt ein schönes Gespräch auf dich zu mit dieser Person. Also es kann natürlich jetzt auch dein Gegenüber sein, ne? Wenn ihr noch Freunde seid oder Freundschaft plus, wie auch immer. Oder wenn das jetzt jemand ist, der wirklich sehr, sehr treu und loyal ist. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Probleme gerade mit der Treue. Ne? Das kann auch sein. Auf jeden Fall kommt eine schöne Kommunikation auf dich zu hier. Man redet hier wirklich weise in dieser Kommunikation. Ja? Man redet hier auch so ein bisschen Klartext. Ne? Und was ich hier sehe, das ist, man würfelt danach mit Entscheidungen. Also es ist noch nicht ganz so raus, was dann rauskommt, aber man würfelt hier. Ne? Man hat die Würfel im Würfelbecher und tut hier so hin und her schütteln und dann fallen die Würfel und dann, okay. Auf jeden Fall gab es hier vielleicht auch die ein oder andere Belastung. Na? Und von dieser schwierigen Sache schneidet man sich jetzt hier mit der Sense ab. Ja? Und was dann geschieht, das ist hier das Haus, die Stabilität, die Kontrolle. Ne? Das kommt hier alles rein in die ganze Sache. Ja? Und da fällt mir doch gleich jemand ein, ne? Meine liebe Dani, falls du das Orakel hier siehst. Also könnte ich dein Orakel sein, so ein bisschen. Ne? Zumindest hier unten diese Reihe. Ja, hier oben die Reihe auch. Ja, kann aber auch für einige andere hier sein. Ne? Also wenn ihr irgendwie ein Problem mit einem Freund hattet, hier Kummer oder irgendwas, ein Ende vielleicht auch, und dann kommt jetzt hier ein schönes Gespräch, es wird etwas geklärt. Ne? Auch das kann das sein. Auf jeden Fall, egal was hier liegt, das kommt heute wieder in die Sicherheit, ins Gleichgewicht. Ja, im Beruflichen geht es hier auch um eine Entscheidung, welchen Weg nehme ich jetzt, den oder den oder den oder den. Und man richtet sich hier auf etwas aus, was man vielleicht auch schon lange machen wollte, mit Herzblut machen wollte. Ne, vielleicht auch hier, dass man sich jetzt hier für eine Situation mit dem Chef entscheidet. Ne? Ja, klar, hier sind noch ein paar Ängste, die mit Finanzen zu tun haben. Ne? Aber dein Herz hängt hier an dieser beruflichen Sache. Ja, und man, ja, es wird jetzt einfach mal Zeit. Ne? Es geht hier noch etwas mit einer anderen Person auch noch, dass man sich das Ganze noch mal anschaut. Ne? Vielleicht hat das auch mit Eltern etwas zu tun oder im Beruflichen mit etwas ganz, ganz Altem hier. Dass man jetzt einfach auch hier mal in die Leichtigkeit reinreißt. Ne? Transformation. Und auch hier im Beruflichen sehe ich hier, dass es hier um einen Freund ging, vielleicht um einen Kollegen, was Kummer gemacht hat oder wo ein Ende war. Und auch da kann eine positive Kommunikation reinkommen. Ne? Und dann wird sich hier entschieden, sich von diesen ganzen belastenden Dingen hier abzutrennen, damit hier überhaupt wieder Gleichgewicht und Sicherheit reinkommt. Ja? Die Odala ist ja auch mit dabei. Die Odala ist auch immer da dabei. Man bindet sich an etwas oder man befreit sich hier von etwas. Ne? Und mir kommt echt rein, man befreit sich hier von diesen Dingen. Man ist auch so ein Stück weit freier jetzt dadurch. Aber es ist auch wieder so, dass du ein festes Fundament wieder hast. Na, in dieser Sache. So, und da fragen wir mal unsere lieben Engel und Ahnen hier um Rat. Bitte ein Rat fürs Kollektiv heute. Bitte ein Rat. Oh, das ging aber fix. Die Medizinmutter, die begleitet uns auch seit letzter Zeit immer mal. Erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Hör gut auf dein Inneres hier, ne, in dieser Angelegenheit. Und hier haben wir den Klugen. Sei hingebungsvoll und verbindlich. Ja. So, und dann noch eine Rune, zu guter Letzt. Welche Rune begleitet uns heute noch? Es ist wow. Die Ingwas, und die Ingwas, die steht für Urvertrauen, für die kosmische Gebärmutter nennt man das auch. Das ist das Ei, wo auch etwas dann schlüpfen kann, etwas Gutes, ne? Aus dieser ganzen Sache und Angelegenheit. Sehr, sehr schön. Die aktivieren wir jetzt gleich mal und legen sie an ihren Platz. Und dann, meine Lieben, wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag.
ganz, ganz wundervollen Mittwoch und wir hören uns später noch mit einem Single-Orakel, wer Lust hat. Ne? Vielleicht mache ich euch auch noch was Kleines so rein. Mal gucken, was mir da reinkommt. Gell? Ciao, ciao.